Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe jetzt in einem längeren Abschnitt mal wieder fleißig Sachen eingekauft, wie man vielleicht hier schon sehen kann. Unter anderem habe ich bei Löstor gekauft, bei Grämer und aber auch bei Amazon. Aber ich würde sagen, das seht ihr gleich. Ich würde sagen, wir fangen auch schon mit Löstor an. Das ist nämlich am wenigsten, wo ich da online bestellt habe. Und zwar habe ich hier einmal so eine Vielseitigkeits-Schabracke von Cavallo gekauft. Ich finde die mega schön und die ist auch super gepolstert und das ist auch eine meiner Lieblingsschabracken. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie die aussieht und ja, das ist wirklich meine absolute Lieblingsschabracke. Bei Löstor habe ich dann auch noch Leckerlis und einen Salzleckstein gekauft. Die Leckerlis habe ich schon umgefüllt, das sind ganz normale Apfelleckerlis, die liebt Rumi auch total gerne. Und dann habe ich ihm noch einen ganz normalen Salzleckstein gekauft, den hat er jetzt schon ein bisschen länger in Benutzung, vielleicht so um 1,5 Monate rum, glaube ich. Und den liebt er auch total und den hänge ich ihm jedes Mal an den Putzplatz und dann kann er selbst entscheiden, ob er dran schlecken möchte oder nicht. Bei uns kam ja gerade noch ein Gast ins Video, aber ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter mit Grämer. Da habe ich unter anderem Rumi so Mini-Drops gekauft, das sind ganz normale Klicker-Leckerlis. Ich möchte irgendwann mal mit den Klickern anfangen oder mit dem Target-Training und da sind so ganz kleine Leckerlis ganz perfekt. Dann habe ich ihm auch noch, wo wir gerade bei Leckerlis sind, so Wiesenbusis gekauft. Die hatte ich auch schon mal. Die sind halt getreidefrei und perfekt für den Ekzema. Und die schmecken ihm soweit auch ganz gut. Die sind von Arcrops. Dann mache ich hier gerade mal weiter, habe ich Rumi noch so von Bremsen Insektengel gekauft. Das ist voll perfekt für die Bauchnaht oder an Stellen, wo man mal ein bisschen mehr hinschmieren muss oder nicht so gut hinkommt. Das benutze ich auch gerne im Gesicht und ja, ist auch schon so gut wie halb leer. Und auch schon gut in Gebrauch gewesen. Dazu gibt es eigentlich noch einen Schwamm, aber den habe ich jetzt im Stall vergessen. Dann machen wir mal weiter. Da ziehe ich hier gerade auch schon das T-Shirt von HV Polo raus. Gell, findest du auch schick. Das habe ich in der Größe XS genommen. Das saß einfach besser wie S. Und ja, mache ich auch total gerne. Wo wir gerade schon beim T-Shirt sind, ich habe hier auch noch ein T-Shirt von Felix Bühler an. Das habe ich aber in der Größe S. Und das mache ich auch richtig gerne, weil das ist so richtig schön luftig und ja, bei so heißen Tagen einfach prima, weil man schwitzt eigentlich nicht wirklich drin und man sieht es halt auch nicht. Dann habe ich hier auch noch eine schwarze Basic-Hose, auch von Felix Bühler in der Größe 36. Die hatte ich jetzt auch schon mal an und finde ich auch richtig gut. Nur das Einzige, was mich stört und ich nicht ganz so schön finde, ist, dass es halt hinten irgendwie so ein bisschen höher geht. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das gefällt mir nicht ganz so gut, wenn man die Sachen reingesteckt hat, aber ist halt jetzt an der Basic-Hose dran. Aber sonst finde ich die richtig schön mit den Details hier. Wo wir jetzt schon bei den Klamotten sind, hole ich hier auch noch ein paar Socken von HV Polo raus. Ich glaube, die kennt der ein oder andere mittlerweile schon. Ich glaube, das sind nämlich Socken aus der neuen Kollektion. An sich finde ich die richtig cool, hatte die aber nur einmal an. Da gefällt mir nicht ganz, weil dieser Schriftzug hinten nicht parallel zu der Wade ist, sondern irgendwie so ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht ganz so gut, aber im Endeffekt sind die ja sowieso nur unter den Schuhen und da sieht man es ja auch nicht wirklich. Wo wir jetzt gerade schon bei den Klamotten sind, habe ich ganz vergessen, meine neue Reithose, die ich gerade schon anhabe, noch zu zeigen. Die ist auch von der Marke Felix Bühler und auch in 36. Die habe ich auch schon in der Farbe Oliv und das ist wirklich meine Lieblingshose. Die sitzt perfekt. Bei der muss ich sagen, die ist noch ein bisschen lockerer. Ich glaube, das kommt dann, wenn man die öfter wäscht. Und super, öfter wäscht. Und ja, das Einzige, was ich nicht so mag bei der Hose, sind diese paar Details am Knie. Aber da kann ich jetzt leider nichts machen, sonst liebe ich die wirklich gerne, weil die sitzt echt perfekt. Dann habe ich bei Grämer noch drei kleine Einzelsachen gekauft. Und zwar ein ganz normaler Schwamm. Rumi hat nämlich keinen mehr und das ist ja ganz wichtig, die Ekzemastellen ein paar Mal in der Woche zu säubern. Und da finde ich das ganz gut, mit einem Schwamm das Ganze zu machen. Dann habe ich Rumi noch einen Mähschlöffel gekauft. Ich rühre sein Futter meistens immer mit einem Messer um und muss es dann immer waschen. Und klar, das muss ich auch waschen, aber das ist einfach ein bisschen einfacher und besser anstatt ein Messer. Das rostet ja auch irgendwann. Deswegen Mähschlöffel. Er kriegt zwar kein Mäsch, sondern gerade noch so Saft von den Walien. Das ist auch so eine Konsistenz, aber finde ich einfach ganz gut mal zu haben. Dann habe ich Rumi hier noch so ein ganz normales Maßband gekauft. Das hat noch ein paar Zusatzfunktionen. Das heißt, man kann dann nicht nur ein paar Sachen am Stall mitmessen oder am Pferd, sondern auch das Gewicht. Und ich finde das richtig cool. Wir hatten nämlich damals beim Equiscan, also als ich meinen Sattel bekommen habe, war oft die Equiscan-Vermessung da, beziehungsweise ja, Yvonne war da zum Equiscan vermessen und hatte auch so ein Band. Und da haben wir schon zweimal Rumis Gewicht gemessen und jetzt war auch die Pferdewaage da. Und das ist halt eine ganz coole Kontrolle. Also klar, das Band ist nicht haargenau, aber man hat eine ungefähre Kontrolle, ob das Pferd jetzt zugenommen hat oder abgenommen hat und in welchem Gewichtsbereich das quasi liegt. Und deswegen finde ich es richtig cool, für so wenig Geld auch so ein Band zu haben. Dann mache ich jetzt gerade mit den letzten beiden Sachen von Amazon weiter. Und zwar habe ich mir da auch noch ganz normale schwarze Basic-Socken gekauft. Ich weiß nicht, von Basic-Socken kann man nie genug haben, aber die hatte ich bis jetzt auch noch nie an. Also eigentlich war unnötig gekauft, aber egal.
Und mein letztes Teil ist auch super unnötig, und zwar diese Handykette. Ich finde es richtig cool am Stall bei so heißen Temperaturen, wenn man keine Tasche hat oder irgendwo sein Handy beim Ausritt hinmachen kann, kann man das ja einfach ganz chillig so um den Hals hängen. Und ist auch ganz cool beim Ausritt, wenn man Storys macht, kann man es kurz so nehmen und wieder hängen lassen. Also man verliert sein Handy nicht. Aber das Dumme an der Sache ist, ich habe jetzt ein neues Business-Handy, sage ich jetzt mal. Und da ist jetzt mein altes Handy drin und damit kann ich jetzt leider nichts anfangen. Das Ganze hatte ich jetzt 2 Wochen und jetzt eigentlich schon voll für die Katz. Genau, das war es jetzt soweit mit den gekauften Sachen. Und jetzt habe ich noch was von Kiefer zugeschickt bekommen. Und das würde ich gerne auch noch vor der Kamera auspacken, weil ich bin echt super gespannt, wie das aussieht. Und da wollte ich euch jetzt mal teilhaben lassen. Und zwar ist das das gute Paket hier von Kiefer. Und ich würde sagen, ich packe das jetzt mal mit euch aus. Vielleicht hat der eine oder andere schon gesehen, dass ich mit meiner Kooperation bzw. von meiner Kooperation mit der Sattelmanufaktur ein braunes Kieferhalfter bekommen habe. Und wir waren dann letztens beim Videodreh bei denen und da habe ich mich in was verliebt. Und jetzt bin ich gespannt, das selbst in Händen zu halten. Und da ist es auch schon. Richtig, richtig schön. Und zwar hat mir Kiefer eine braune Vielseitigkeitsschabracke zugeschickt. Ich hatte nämlich nach dem Drehen meiner Story die Umfrage, ob euch die Schabracke gefällt, beziehungsweise ob ihr denkt, ob die am Gummi gut aussehen könnte. Und ihr habt alle mit Ja abgestimmt und daraufhin hat mir Kiefer diese schöne Schabracke zugeschickt. Und ich finde, die sieht mega, mega, mega schön aus. Und da bin ich echt gespannt, wie die an Rumi aussieht. Und an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Kiefer für die schöne Schabracke. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit den Sachen, die ich gekauft habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, mir ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Ich sehe ganz oft, dass viele meine Videos schauen, aber noch kein Abonnent dieses Kanals sind. Deswegen würde es mich umso mehr freuen, wenn du jetzt den Kanal abonnierst und beim nächsten Mal mit einschaltest. Bis dahin, tschüss. Dann habe ich bei Crema noch 3 kleine Sachen gekauft. Zum einen eben ganz normalen Schwamm für Rumis Eczema stellen. Das ist ja richtig wichtig, das im Sommer gut zu waschen, und da hatte ich keinen mehr am Stall. Dann habe ich Rumi noch ein kleiner Mann. Und dann habe ich Rumi noch so ein ganz cooles Band gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für was das alles ist, aber das ist auf jeden Fall auch für das Gewicht und allgemein ganz gutes Maßband. Und ja. Kleiner Mann.